Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fundamental. Die Bibel ist wahrer als du denkst. Und wir werden heute sprechen über, was ist dir heilig? Wir werden über Schande, Frevel und die Dinge sprechen, die uns tiefer liegen, als uns das oft selber bewusst ist. Und wir tun das heute anhand von den Sprüchen wieder. Und zwar sind wir heute im 12. Kapitel. Und wie immer, lest ihr den Text und dann sprechen wir drüber. Und zwar heute lesen wir von Sprüche 12, 1. Kapitel bis 11. Also 1 bis 11. Und dann, wenn du fertig bist in der Gruppe oder alleine, dann sage ich ein bisschen was dazu und ich freue mich. Bis gleich. So, der Text ist gut verständlich, oder? Ich möchte am Anfang beten, wie immer, dass uns der Herr sein Wort offenbart, dass es nicht nur ein Video ist, sondern dass wir verstehen, Gott spricht zu dir und zu mir durch sein Wort, denn es ist lebendig. Vater, ich danke dir, dass du deinen Geist auf uns legst, dass du uns leitest und führst. Heute, an diesem Tag, dass wir ergriffen werden von dem, was du zu jedem Einzelnen sagen möchtest durch diesen Text, Herr, dass wir nicht halsstarrig und schwerhörig sind, sondern auf dein Wort achten. Gut, also wie versprochen, heute geht es um die Dinge, die heilig sind. Das hat was damit zu tun, bestimmte Regeln. Jeder Mensch hat ja innere Werte und Klarheit. Die Bibel gibt solche Sachen vor. Und wir fangen mal an mit dem ersten Vers. Da heißt es hier, ich lese in der Elberfelder, wer Zucht liebt, liebt Erkenntnis und wer Ermahnung hasst, ist dumm. Cooler Text. Ich lese auch nochmal aus der Guten Nachricht. Da heißt es, wer lernen will, lässt sich gern zurechtweisen. Wer keinen Tadel erträgt, bleibt dumm. Und Zucht und Erkenntnis und Lernen. Also, wir hatten zu Hause, als ich Kind war, ein Ritual. Und das ging ungefähr so. Also, abends, bevor ich ins Bett ging, musste ich so ein langen Flur in unserem Haus laufen bis ins Wohnzimmer. Da saßen meine Eltern. Und also ich habe also jeden Abend dann Gute Nacht gesagt. Und wenn ich etwas falsch gemacht hatte, irgendwas, das war jetzt nicht nur so Pillepalle, irgendwas, ich habe ja auch Sachen falsch gemacht, typisch Junge, doof, alles cool, musste ich mich abends bei meinem Vater entschuldigen. Das war irgendwie üblich. Und das war manchmal, das war, wie gesagt, oft unangenehm. Also es ist einfach, ich weiß noch, dann geht man so diesen Weg im Flur lang, deswegen habe ich das so gesagt, sah ich so den Lichtspalt unter der Wohnzimmertür und musste da rein und wusste auch, jetzt musste sagen, ja, tut mir leid, Entschuldigung. Und das gab auch nie irgendwie Ärger oder sowas. Es ist einfach, dass ich lernen musste, mich zu entschuldigen. Ich habe das damals gehasst. Und erst wesentlich später ist mir bewusst geworden, dass ich damit etwas gelernt habe, was mir mein ganzes Leben lang extrem hilft. Nämlich die Fähigkeit zuzugeben, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Es fällt mir tatsächlich nicht so schwer, weil ich das ja Gott doch machen musste. Und oft ist das ja sehr peinlich. Für viele Menschen ist das genau das. Das hat nicht so was nur mit Schuld zu tun, sondern auch mit Scham. Also wir kommen an diese Punkte, wo wir merken, wenn mich jemand kritisiert, da ist etwas tiefer liegendes als, ja, habe ich falsch gemacht, okay. Sondern da ist ja auch oft unsere eigene Wertigkeit als Person, so empfinden wir, hinterfragt. Also wir leben ja hier jetzt in Paraguay gerade. Und so, ich will das nicht generalisieren, aber meine Erfahrung mit Paraguayern ist, Korrektur geht gar nicht. Das geht gar nicht. Du kannst eigentlich nur sagen, hey, super. Und wenn du etwas verändern möchtest in der Zusammenarbeit, die Leute arbeiten ja hier, dann musst du das extrem vorsichtig machen. Also nur darum, dass sie eigentlich auf die Idee kommen, dass das so viel besser ist. Wenn du das direkt machst, dann sind sie einfach super sauer, hauen ab und kommen nicht mehr. Also bei uns war das jetzt hier ein Bauunternehmer, habe ich nur gesehen, der hat seinen Vorarbeiter angepupst, dass die Arbeit tatsächlich nicht gut gelaufen ist. Das gesamte Team, der ganze Bautrupp hat gekündigt und ist nicht mehr gekommen. Stell dir mal vor, 20 Leute. Irgendwann kamen sie natürlich wieder, weil sie irgendwie Arbeit wollten, aber
So ist das, wenn ich keine Korrektur ertragen kann. Es gibt ja zwei Möglichkeiten für Korrektur, was überhaupt so stattfinden kann. Einmal, du übertrittst deine eigenen Regeln oder du übertrittst die Regeln eines anderen. Das sind zwei Unterschiede. Hast du, also was ist, wenn wir sagen, was sind meine Regeln, was ist mir heilig, wie möchte ich andere behandeln, wie möchte ich, dass andere mich behandeln? Und wenn ich eigene Regeln übertrete, dann muss ich das korrigieren. Also dann merke ich, auch wenn jemand meine Regeln übertritt, also in meinen sprichwörtlichen Vorgarten einsteigt, vielleicht, ne? Also das kennst du ja. Jemand tut Sachen und du merkst so, oh, das geht mir jetzt irgendwie an. Manchmal merkt man das sofort, manchmal merkt man das erst später. Dann ist es deine Aufgabe zu sagen, das ist eine Übertretung meiner Regeln. Das musst du natürlich irgendwie anders ausdrücken. Aber du sagst es und du musst es klar haben, was das ist. Sonst merkst du, wirst du, da war ich, wenn du keine eigenen Regeln hast, was dir heilig ist, dann werden Leute deinen Vorgarten, sprich auch deine Seele, zertrampeln. Und das machen die nicht böse, aber das machen die dann. Das andere ist ein bisschen schwieriger, du übertrittst die Regeln eines anderen. Sprich, du weißt gar nicht, dass das jetzt irgendwie falsch ist zu den anderen. Und das merkst du an der Reaktion. Und dann kommt diese Situation, dass du dich entschuldigen musst. Also, du merkst es ja dann direkt, also du hast vielleicht jemanden zu heftig angefasst oder du hast etwas nicht getan, was du versprochen hast und du merkst, manchmal ist es ja ganz easy, manchmal merkst du, nee, das ist schwierig. Einfach ganz simpel. Und das hier ist einfach, hier ist das Geheimnis. Sag ganz simpel, hey, Susi Klaus Paul, es tut mir leid. Es tut mir leid. Und vielleicht musst du auch Sachen wieder gut machen. Aber du weißt das. Der Punkt ist, es geht nicht darum, dass es irgendwie was Abstraktes ist, sondern du spürst das und du bist in der Lage, das zu tun. Und zwar, jetzt hier kommt's. Hier steht ja, wer Zucht liebt, liebt Erkenntnis. Wer Ermahnung hasst, ist dumm. Wenn du das liebst und du sagst, oh, ich mache das gerne, okay? Und zwar gerne nicht im Sinne von Juhu, sondern ich mache das leicht und einfach. Kann ich mich entschuldigen? Das Leben wird viel leichter. Wenn man das nicht macht, also gerade wenn man Regeln aufstellt, die man selber auch nicht einhält, das ist ja, was man Pharisäertum nennt. Genug Beispiele haben wir in der heutigen Politik, aber genug Beispiele hatten wir auch in der Zeit der Pharisäer und wir lesen es in der Bibel. Also. Gut, gehen wir zum nächsten Vers, den nächsten Verse, die Verse 3 und 4. Keinen Bestand hat ein Mensch durch Gottlosigkeit, aber die Wurzel der Gerechten wird nicht ins Wanken gebracht. Eine tüchtige Frau ist die Krone ihres Mannes, aber wie Wurmfraß in seinen Knochen ist eine Schandbare. Die gute Nachricht, wer sich auf Unrecht einlässt, hat keinen sicheren Halt, aber alle, die auf Gerechtigkeit setzen, stehen fest wie Bäume mit starken Wurzeln. Eine tüchtige Frau bringt ihren Mann zu höchsten Ehren, aber eine Schlampe bringt ihn um wie eine langsam fressende Krankheit. Also, ihr kriegt beides ihr Fett weg, Männer wie Frauen. Also ihr seht, die Bibel ist eigentlich recht ausgeglichen. Die Wortwahl ist manchmal doch interessant. Hier geht es ja um, wir haben gesagt, um was ist heilig? Also Unrecht. Oder Schlampe oder wie Wurmfraß in den Knochen. Das ist, wenn du das hast, also ich sag mal, dieses Bild ist ja extrem, also ist ex extrem bildhaftes Bild und auch sehr deutlich. Also es tut weh. Und richtig weh tun Dinge, wenn jemand das verletzt, was dir heilig ist. Und beständig. Das ist im religiösen Feld gibt es diese Begriffe des Frevels oder der Schande als etwas, was nicht wieder gut zu machen ist. Schuld kann man irgendwie bekennen und das sagt die Bibel, wenn wir unsere Schuld bekennen, ist Gott treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.
Schande und Scham sind Dinge, die uns wesentlich schwieriger fallen, sowohl zu benennen als auch damit umzugehen. Denn für Scham gibt es oft keine Lösung. Die kann eigentlich nur heißen Trennung. Und wenn das sich selber betrifft, dann das ist auch oft ein Grund, also für Selbstmord. Menschen bringen sich um, weil sie mit einer bestimmten Schande oder Scham nicht leben können. Das Neue Testament spricht eigentlich ausführlich davon, dass Gott unsere Schuld und auch unsere Scham getragen hat, so als wir als Christen eigentlich frei sind davon. Wir können frei sein davon. Aber diese Begriffe beziehen sich ganz oft auch auf die Bereiche von Sexualität. Also sie sind stark verknüpft mit Sexualität. Und wenn du die ABCD-Plus-Bewegung anschaust, dann verstehst du auch, warum Menschen so extrem auf beiden Seiten darauf reagieren. Also warum sind es Leute, die so extrem Verfechter davon sind und andere sind extrem dagegen. Gibt es ja wenig, die sagen, ja, alles cool, wenn ich so eine Pride Parade sehe, das ist alles prima und ja, ich bin zwar nicht dafür, aber ich finde alles klasse. Das ist eher die Minderheit. Die meiste Gesellschaft hat eine klare, klare Meinung dazu. Jesus sagt, dass wir mit diesen Spannungen nicht lernen sollen, umzugehen, sondern er sagt, ein Haus, was in sich geteilt ist, kann nicht bestehen. Ein Haus, was uneins ist. Und wir erleben das momentan, dass unsere Gesellschaften ja im Großen wie im Kleinen uneins sind. Und wir spüren, da redet man immer von dem Riss in der Gesellschaft. Der ist ja so da. Und dieser Riss, der ist auch nicht einfach zu kitten, denn er wird sich weiter fortsetzen. Und hier kommt eigentlich ein ganz simpler Rat. Du kannst diese Bereiche nicht einfach übergehen. Tu das nicht. Sondern love it, leave it or change it. Das habe ich schon mal gesagt. Wenn du merkst, du wirst gezwungen, etwas zu tun, was für dich schandhaft ist, und du versuchst es zu schlucken, dann wirst du daran ersticken. Das heißt, in diesem Fall musst du dich, um geistlich gesund zu bleiben, auch als Mensch, trennen. Also, wenn du merkst, etwas überfordert dich und du willst kein Eiter im Gebein haben, dann ist der einzige Weg, oft zu sagen, hier muss ich eine Trennung herbeiführen. Es gibt keine Wiederherstellung. Gehen wir weiter zu Vers 10. Der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs, aber das Herz der Gottlosen ist grausam. Oder die gute Nachricht: Ein böser Mensch kümmert sich um das Wohl seiner Tiere, ein böser hat kein Herz für sie. Ganz simpel. Respekt, auch das hat ja was mit Achtung und mit Heiligkeit zu tun. Das Leben von anderen ist heilig. Die Bibel ist da sehr, sehr klar. Und das ist nicht nur Menschen, das sind auch Tiere. Und ich weiß, wir haben heute eine großartige Tierwohlbewegung. Ich kann das in Teilen auch gut mitvollziehen und gut nachvollziehen. Ich glaube auch, dass Massentierhaltung, mal ganz simpel, das kann nicht gut sein. Das ist eigentlich klar. Also wenn du 1000 Rinder oder 5000 10.000 Hühner auf einem Fleck hast. Das ist schwierig. Wir haben jetzt hier bei uns zum Beispiel ganz simpel, wir haben 8 Hühner und einen Hahn. Und die laufen durch den Garten rum, die legen jeden Tag ihr Ei und sonntags auch mal 2. Und in dieser Art und Weise kann ich den Tieren halbwegs gerecht werden. Die können auch rumlaufen, die sind ganz glücklich und dann glückliche Hühner. Eigentlich erst ist es die Gier ja des Menschen, die, ich sag mal, dich dazu bringt, 100 Hühner, 500 Hühner, 1000 Hühner, 10.000 Hühner zu haben. Und dann auch die Folge ganz notwendigerweise ist, diese Tiere sind ja, die werden ja eingepfercht, egal wie du das machst. Du hast jetzt eine riesige Farm von 100 Quadratkilometern. Das heißt, die Folge ist auch mal ganz simpel die Praxis. Wir brauchen eine regionale Ernährung. Und das ist eigentlich eher eine Forderung, sag ich mal, die wir lernen müssen umzusetzen.
die Folge, indem wir Tiere, hier geht es ja um Nutztiere, nicht gut behandeln. Die Bibel ist ja sehr klar, denn wir sollten Tiere gut behandeln. Und das bedeutet auch, dass du dich fragen kannst, welche Art von Tieren kann ich vielleicht bei mir ich weiß, wenn du im Hochhaus wohnst, dann kannst du vielleicht Gemüse anpflanzen, aber keine Hühner halten. Überleg mal, wie kann in deiner Straße, deiner Stadt eine regionale Tierhaltung so aussehen, dass Tiere mit Würde und Respekt behandelt werden? Auch das ist wichtig. Zertritt nicht einfach Tiere. Also ja, manchmal muss man Tiere auch killen. Also wir haben hier in Paraguay gibt es Milliarden von Ameisen, wenn du nichts tust und da kannst du nur was tun mit Gift. Das ist einfach so. Aber trotzdem achte das Leben von anderen. Kommen wir zum letzten Block heute. Und zwar, das ist der Vers 11. Da heißt es, wer sein Ackerland bebaut, wird sich satt essen können an Brot. Wer aber nichtigen Dingen nachjagt, ist ohne Verstand. Oder, das war die Elberfelder oder die gute Nachricht, wenn du deine Felder bestellst, hast du genug Brot. Wenn du dich mit windigen Geschäften abgibst, hast du den Verstand verloren. Super, oder? Ich mag die Texte irgendwie. Oberflächlich geht es um Faulheit oder Fleiß, war nicht faul, aber hier geht es um eine tiefere Wahrheit. Wer sein Ackerland bebaut, und ich will nicht sagen, dass wir alle Bauern werden müssen, aber ich glaube, manche sollten wirklich wieder lernen, mit der Natur zu arbeiten. Wir lernen das, ist gar nicht so einfach. Aber es geht darum, um die Fähigkeit oder um die Bereitschaft, eigene Verantwortung zu übernehmen für einen Ertrag. Und der muss jetzt nicht Feldfrüchte sein, sondern eine Arbeit, die du machst, wo du selber verantwortlich bist. Ich weiß, die meisten Menschen arbeiten unter einem Chef. Und das ist vielleicht auch okay so und das ist auch normal so. Aber vergessen wir nicht, dass die Menschen, die Arbeitgeber sind, die etwas wie Unternehmer aufbauen, das sind ja heute Menschen, die werden ja sehr, sehr schräg angeguckt, weil sie sozusagen, oh, das sind die Reichen. Jeder, der etwas startet in seinem Leben, ob das eine kleine Firma ist, und ich weiß, viele von euch, ihr habt vielleicht eine kleine Firma, du hast vielleicht einen Angestellten, du hast vielleicht keinen Angestellten, du hast vielleicht fünf Angestellte, du kämpfst um deine Angestellten und du merkst, in so einem Land wie Deutschland ist es super schwierig mittlerweile, irgendwen anzustellen, weil es einfach fast unmöglich wird. Der Wert von eigener Arbeit und von eigenem Ertrag, der ist sehr hoch einzuschätzen, das sagt die Bibel hier. Das Gefühl, etwas gemacht zu haben, was gelingt. Deswegen funktionieren diese Baumärkte so gut. Leute bauen dann irgendeine Hütte und sagen, wow, ich habe es geschafft. Ne? Ist auch, ist cool, verstehe ich. Es macht Spaß, sowas zu bauen. Wohingegen wir uns wehren sollten, ist ja eine Gesellschaft, die ja immer mehr vorgibt, dass Menschen, die nicht verantwortlich sind für das, was du letztendlich als Ertrag hast, die Entscheidungen treffen. Das nennt sich in erster Linie mal Sozialismus. Und viele finden das ja ganz toll mittlerweile. Also im Grunde, Menschen, die nichts arbeiten, sitzen irgendwo, das haben wir auch heute schon in unserer Regierung ja massenhaft, das kriegst du ja mit, die ganzen Gesetze, die gemacht werden, sind ja eigentlich Gesetze von Menschen, die im Grunde genommen keine Ahnung haben, was das bedeutet für den einfachen Menschen da draußen, wie ich gerade das Häusergesetz sehe, ne, Heizungsgesetz oder Energiestandardgesetz. Im Grunde genommen, das sind Dinge, die ja Leben zerstören. Und warum machen die das, solche Politiker? Weil die im Grunde genommen entweder wirklich menschenfeindlich sind, verachtend, ne, oder einfach auch schlicht keine Ahnung von dem, was sie da erzählen. Du aber musst es ausbaden. Schau, wenn du eine Arbeit machst, und ich weiß, das ist manchmal schwierig, dass das, was du tust, dass du Kreativität, Leidenschaft dabei behältst, was du machst. Und ich weiß, das ist manchmal eine harte Entscheidung, weil es natürlich um Finanzen geht und um die Folge von deiner Arbeit. Also wenn du keine Frucht aus deiner Arbeit bringst und pleite bist, dann ist das auch schlecht. Aber
lass dein Leben nicht bestimmen von einer Arbeit, bei der du innerlich gekündigt hast, im Grunde genommen völlig frustriert dahin gehst und aufs Wochenende zulebst. Das ist ja so ein Ding irgendwie, ne? Ich arbeite so scheiße, ich mache irgendwie nur noch irgendwie Party am Wochenende. Ich weiß, ich mache dir alle keine Party am Wochenende, aber also leb nicht aufs Wochenende hin, sondern leb auf den Montag hin. Und wenn du nicht auf den Montag hinlebst, mal so grundsätzlich, nicht jeden Montag, aber dann solltest du etwas verändern. Wir sind fertig. Vier Dinge, die dir heilig sein könnten. Wir haben darüber gesprochen. Was ist dir wichtig? Und wo solltest du reagieren, wenn diese Dinge, diese Grenzen überschritten werden? Meine Frage an dich heute, was ist dir denn heilig? Was sind denn die Grenzen, die du halten möchtest unter allen Umständen? Am Schluss, ich bete für dich und für mich. Vater, ich danke dir, dass du uns jetzt in diese Woche gehen lässt, Herr, in Klarheit und Bestätigung von deinem Wort. Ich danke, dass dir Dinge heilig sind, dass wir an deinem Herzen liegen, Herr, dass du uns erwählt hast und dass du alles geben würdest, auch um uns zu retten und gegeben hast und weitergibst, Herr. Herr, so bitte ich um deinen Segen für jeden, der zuschaut. Segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.